Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es Updates in drei Fällen. Einmal im Fall von Alexandra R., dann im Fall Josephine Marie aus Pasewalk und dann noch eine kleine Info aus oder von dem Fall Oksana Romberg. Ja, dann sind wir wieder im Prozess, im vermissten Fall und vermutlich im Mordfall an Alexandra R. Und da wird die Frage gestellt, ob sich Ugo T. vielleicht im Gefängnis verplappert hat. Denn ein Mithäftling hat vor Gericht ausgesagt, dass der Angeklagte sich bei Unterhaltung im Gefängnis selbst belastet hat. Und dazu kamen dann kryptische Aussagen zum Verbleib von Alexandra. Er hat geplaudert, so beschreibt ein ehemaliger Mithäftling die Gesprächssituation mit Ugo T. beim Hofgang in der JVA Nürnberg. Die beiden hätten sich gut verstanden. Der Angeklagte im Fall von Alexander R. habe bereits im vergangenen Jahr von den Vorwürfen gegen sich und den zweiten Angeklagten Dejan B. erzählt. Ugo T. habe ihm Ende 2023 im Gefängnis gestanden, dass er am Verschwinden von der damals 39 Jahre alten Alexandra R. beteiligt gewesen sei. Sie könne nichts mehr sagen, sei der Wortlaut gewesen. Außerdem würde sich Alexandra R. im Ausland, genauer gesagt in der Türkei, befinden. Dort hätte man sie mit dem Auto hingebracht, ob tot oder lebendig. Dazu habe sich Ugo T. nicht geäußert. Er habe unter anderem erwähnt, also Ugo T. hat das erwähnt, dass er eine Immobilienfirma in der Türkei habe. Und er hatte sich darüber amüsiert, dass die Polizei DNA an der Heckklappe des Mitsubishi nicht zuordnen konnte, mit dem die Angeklagten Alexandra im Dezember 2022 entführt haben sollen. Da hat er gelacht, berichtete einstige Mitinsasse. Allerdings sei dann die Laune des Angeklagten mit der Zeit zusehends schlechter geworden, denn laut seinem Mithäftling habe das angefangen, nachdem Ugo T. Akten ein Gesicht gewährt wurde, und dieser habe darauf vermutet, dass der Mitangeklagte Dejan B., der Zeuge nennt ihn Darian, wollte ihn ganz schön reinreiten. Er war geknickt, erzählte der Zeuge, bei dem es sich um einen wegen Betrugs inhaftierten Bauunternehmer handelt, dem wohl noch eine weitere Verhandlung wegen einer anderen Strafsache droht. Zum genauen Tathergang habe Ugo T. aber keinerlei Angaben gemacht. Und dann will die Nebenanklage mit Hilfe einer neuen Zeugin etwas mehr Licht ins Dunkle bringen. Ein entsprechender Beweisantrag wurde dann am letzten Freitag eingereicht. Diese junge Frau ist 22 Jahre alt, in der österreichischen Stadt Linz gemeldet und soll mit dem knapp 30 Jahre älteren Dejan B. bis zu seiner Festnahme im September 2023 zusammen gewesen sein. Sie könne bestätigen, dass sie bereits im Jahr 2022 mit ihm in einer Beziehung gewesen war. Der Nebenanklagevertreter verlas in seinem Antrag diverse Handynachrichten, die sich Dejan B. und die potenzielle Zeugin geschickt haben sollen. Darin waren Liebesbekundungen auf Englisch enthalten, zum Beispiel I love you, I miss you oder auch my darling. Ein Zeuge, der bereits in der vergangenen Woche im Prozess um Alexandra ausgesagte, hatte dem Gericht bestätigt, dass Dejan B. mit der jungen Frau im Jahr 2022 in Rumänien Urlaub gemacht hatte. Und auch er habe den Eindruck gehabt, die beiden seien ein Paar gewesen. Gemeinsam hätten sie ein altes Schloss besichtigt. Und Dejan B. habe überlegt, die Immobilie zu kaufen. Und der Kaufpreis habe bei etwa 1,5 Millionen Euro gelegen. Diese Beziehung zwischen Dejan B. und der jungen Frau würde der angeblichen Verlobung des Angeklagten mit seiner vermeintlichen Lebensgefährtin Nicoletta H. widersprechen, erklärte der Nebenklagevertreter. Die Nebenklage wollte erreichen, dass Nicoletta H. vor dem Landgericht Nürnberg Fürth aussagen muss und nicht als Verlobte von Dejan B. die Aussage verweigern kann. Denn die Verlobung der beiden sei nicht echt. Mit seiner angeblichen Verlobten lebte der Ex-Partner von Alexandra R. in Rengersricht bei Pyrebaum in der Oberpfalz, wo ihn dann Kräfte des Spezialeinsatzkommandos im vergangenen September festgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eben vor, Alexandra R. im Dezember 2022 mit Hilfe von Ugo T. entführt und getötet zu haben. Und von Alexandra R. fehlt ja bis heute jede Spur und man geht klar davon aus, dass sie getötet wurde. Dann gab es eine weitere Zeugin und die sagte vor Gericht, ich habe ihn gleich erkannt.
Der Angeklagte Dijon B. habe vor dem Haus von Alexandra R. in Nürnberg Katzwang gestanden. Ein Handy in der Hand, erinnerte sich die Nachbarin. Und zwar an dem Tag, an dem die 39-jährige Alexandra R. verschwand. Es sei 9.38 Uhr gewesen. Das wüsste sie deshalb so genau, weil sie einen wichtigen Anruf entgegengenommen und dabei aus dem Fenster geschaut hat, erklärte die Zeugin vor Gericht. Und das ist eine wichtige Beobachtung, die Dijon B. belastet. Die Ermittler gehen davon aus, dass Dijon B. und sein Geschäftspartner Ugo T. die damals hochschwangere Alexandra R. zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr in einem Haus in Schwabach-Limbach überwältigt haben. Dijon B. soll dann ihr Auto im Anschluss vor Alexandra R.'s Wohnhaus geparkt haben. Die beiden Häuser liegen nicht weit voneinander entfernt und das Auto von Alexandra R. habe sie in dem Moment allerdings nicht wahrgenommen, so die Zeugin. Erst später sei ihr dann der Wagen aufgefallen. Im folgenden Prozesstag lag dann der Fokus auf die Lagerhalle in Sindersdorf im Landkreis Roth. Spätestens hier soll Alexandra R. gezwungen worden sein, einen Brief zu schreiben, in dem sie ihre Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten wegen Betrugs zurücknahm. Der Brief ging wenige Tage nach dem Verschwinden von Alexandra bei der Justiz in Nürnberg ein, das wissen wir ja. Und Untersuchungen zufolge hat Alexandra R. den Brief zwar geschrieben, aber nach Meinung von Experten, die bereits an einem früheren Verhandlungstag ausgesagt haben, stand sie dabei allerdings unter hohem psychischem Druck. Die Halle in Sindersdorf hatten die beiden Angeklagten Ende Juni 2022 angemietet und haben pünktlich die Miete bezahlt. Die Rolltore seien stets geschlossen gewesen, berichten die Zeugen. Im Dezember fällt einer weiteren Zeugin auf, dass über Stunden Rauch aus einem Schornstein der Lagerhalle aufsteigt und ein beißender Geruch in der Luft liegt, als würde Gummi verbrannt werden. So schildert es die Zeugin vor Gericht. Die Ermittler fanden Ruß in den Kaminrohren des Gebäudes und konnten einen Industriesauger sicherstellen, den der Angeklagte Dijon B. auf einem Recyclinghof in Nürnberg entsorgt haben soll. Auch ein Laminatboden wurde in der Halle herausgerissen. Außerdem befanden sich hier Haare von Alexandra an einem Besen in der Halle. So, das ist der aktuelle Stand im Fall des Prozesses von Alexandra R. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem Prozessauftakt und dem sehr schnellen Prozessende in dem Fall des Mordes oder des Tötungsdeliktes an Josephine Marie, damals 18 Jahre alt, aus Pasewalk. Die beiden Angeklagten wurden in den Gerichtssaal geführt mit Fesseln an den Füßen. Sie stehen ja wegen eines Mordes vor Gericht, der fassungslos macht. Sie hatten eine junge Frau am 6. Dezember heimtückisch umgebracht. Beide hatten mit der 18 Jahre alten Josephine Marie in der Pasewalker Behinderteneinrichtung Haus miteinander gewohnt. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wirft dem Duo gemeinschaftlichen Mord vor. Sie hatten die Tötung der Mitbewohnerin zuvor besprochen, heißt es in der Anklage. Nach dem Abendessen sollen die drei die Einrichtung verlassen haben, um vermeintlich einzukaufen. Die mutmaßlichen Mörder hatten laut Staatsanwaltschaft ein Messer mit 11 bis 12 cm langer Klinge dabei, sowie einen Stein in der Größe eines Handballs. Nachdem sie das Opfer in der Kleingartenanlage Frieden gelockt hatten, warf die 20-Jährige der jungen Frau den Stein, also einen handballgroßen Stein, von hinten an den Kopf. Der Mann habe dann das Messer genommen und 70 Mal auf die Brust von Josephine Marie eingestochen. Danach habe die Komplizin ihrerseits die blutende Frau mit dem Messer verletzt. Und als diese noch röchelte, soll sie von dem Täterduo mit Umlang gewürgt worden sein. Erst mit den Händen, dann mit einem Schal. Laut Staatsanwaltschaft wurde die tote 18-Jährige entkleidet, um Spuren zu beseitigen. Tatwaffen und Kleidung sollen die Angeklagten in Müllcontainern entsorgt haben. Die Leiche ließen sie dann im Schnee liegen. Josephine Marie galt seit dem 6. Dezember als vermisst und 24 Stunden später entdeckte ein Spürhund der Polizei die Tote auf dem verwilderten Areal der Kleingartenanlage. Einen Tag danach wurden die mutmaßlichen Täter festgenommen und kamen in U-Haft. Ein mögliches Motiv für den Mord wurde in der Anklageverlesung nicht genannt. Das Vorhaben soll von der Angeklagten ausgegangen sein, die die Staatsanwaltschaft für voll schuldfähig hält. Ihr Komplize soll im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Ihm sei die Unrechtmäßigkeit der Tötung eines Menschen zwar bewusst gewesen, er habe sich aber wegen seiner verminderten Intelligenz dem Mordplan nicht entgegenstellen können.
und bereits vor Verlesung der Anklage informierte die Vorsitzende der Richterin über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Es wurden dann zunächst 4 Verhandlungstermine angesetzt. Ja, und relativ kurze Zeit später wurde dann das Urteil gesprochen. Laut den beiden Berichten dazu lagen da knappe 14 Tage dazwischen. Und die Urteile lauteten wie folgt: 8 Jahre und 9 Monate Haft für die Frau, 8 Jahre und 3 Monate Jugendstrafe für ihren Komplizen. Beide Angeklagten haben nach Angaben des Gerichts eine Intelligenzminderung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden jungen Erwachsenen Josephine Marie am 6. Dezember vergangenen Jahres umbrachten. Warum, so die Richterin, bleibt unklar. Das Täterduo hatte nach dem Abendessen mit seinem Opfer die Einrichtung verlassen, angeblich um gemeinschaftlich einkaufen zu gehen. Und dann lockten sie laut Staatsanwaltschaft die junge Frau in die Kleingartenanlage und begingen dann die Tat. So, das war dann die Information dazu. Also insgesamt würde ich mal sagen, ein recht mildes Urteil für diese Tat. Ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Strafe dann im Gefängnis durchgeführt werden soll. Denn die beiden sollen ja intelligenzgemindert sein. Und ich bin mal gespannt, ob die wirklich in den normalen Vollzug kommen oder ob der Anwalt dann nicht noch versucht, sie irgendwie in einer Klinik unterzubringen. Das war es dann in dem Fall von Josephine Marie. Kommen wir dann nochmal kurz zu dem Fall von Oksana Romberg. Und zur Tat gibt es da jetzt eigentlich keine Informationen. Die Information, die es jetzt gibt, ist halt eben, dass das Luxusgeschäft des mutmaßlichen Mörders der Promi-Kosmetikerin Oksana Romberg in Berlin-Charlottenburg komplett ausgeräumt wurde. Das sieht danach aus, dass weder sein Anwalt noch der tatverdächtige Dirk S. davon ausgehen, dass er bald wieder auf freien Fuß ist und seine Geschäfte fortführen kann. Bis vergangene Woche war das Geschäft samt Schaufenster noch voll mit teuren Edelhandtaschen von Louis Vuitton und Chanel. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen, nur noch die Kasse, ein Zielkartengerät und eine Überwachungskamera stehen auf dem Tresen. Ein Nachbar sagte, das Ausräumen des Ladens muss eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein, denn in der Straße hat davon niemand etwas mitbekommen. In einem der Regale liegt noch ein Hut. Das war ein beliebtes Accessoire von Dirk S. So zeigte er sich wohl gerne in den sozialen Netzwerken. Dann noch eine dunkle Sonnenbrille und ein schwarzes Schlüsselband. Auf der Homepage des Geschäfts steht jetzt nur noch ein Hinweis. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, aufgrund der aktuellen Lage bleibt unser Geschäft bis auf Weiteres geschlossen. Dirk S. sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Ob er sich bereits zu den Vorwürfen geäußert hat, ist unklar. Staatsanwaltschaftssprecher Sebastian Büchner sagte nur, die Ermittlungen dauern an.